So. Wir hatten bislang wie viele Spiele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Siege, ein Unentschieden, immerhin. Ach, den von EA. Da bin ich nicht so der Fan. Äußerlich, na klar. Schön. Ja, dann viel Spaß nach Rotzig, ne? Da hast du bestimmt schon einige tausende Stunden. Aber Koulibaly und na, Zagadou haben es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Nichts zugelassen eigentlich, ne? Ah, also zockst du auch den von Sega, ja? Rottig! Dankeschön für dein Follow. Danke, danke. Ich ziehe auch vor dir den Hut. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Fehlen dann noch 71 bis zum 12-Stunden-Spiel. Ich werde halt versuchen, diesen 12-Stunden-Stream dann in etwa so zu machen, dass das im Urlaub ist. Je nachdem, wann diese 1000 Follower kommen oder ob überhaupt jemals. Und natürlich werde ich auch überall Bescheid geben, wie, wann, wo dieser Stream dann laufen wird. Komisch, dass Malens Marktwert hier bei uns so niedrig ist. Klar, er ist nicht der allergrößte Spieler, aber trotzdem holte schon ganz gute Durchschnittswertung raus. Und das ist natürlich auch für das Spiel selbst immer ein guter Hinweis dafür, ne? Ja gut, Multiplayer macht immer am meisten Bock, klar. Und ist automatisch auch schwieriger, ne? Aber mir macht gerade der Multiplayer auch so unfassbar viel Spaß. Vor allem in den letzten Wochen, wo so viele Leute im Voice-Channel sind. Sieht man aber vielleicht auch bei mir selbst, ne? Auch im Stream selbst muss ich dann nicht immer durchgehen, 4, 5 Stunden labern, sondern die anderen können auch reden. Das ist schon cool. Und halt witziger, ne? Die Zeit geht auch viel schneller vorbei. Aber klar, der EA FM hat er, glaube ich, auch im Multiplayer, ne? Bayern 3-0 gewonnen. Aber das Spiel gegen die Bayern haben wir ja schon hinter uns. Das heißt, da kann im direkten Duell nichts mehr passieren. Wir haben es also wirklich in der eigenen Hand. Wir müssen nur 9 Spiele gewinnen. Danke an 12 Zuschauer. Wow. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Na, das sieht doch wieder super aus, oder? Felix auch nur 5 Tage und dann nachher wieder sogar eine ganze Woche. Also, das ist kein Problem. Aber natürlich direkt Nico Schulz verletzt. Ja, da werde ich keine Injektion geben, das macht keinen Sinn. Kommt. Moment. Ja, doch. Schulz nach links. Wir müssen irgendwann mal so ein Ersatzlinksverteidiger holen, der. Wobei, Schulz ist ja schon der Ersatzlinksverteidiger. Stimmt. Rafa ja leider sehr lange verletzt. 2 bis 3 Monate, aber wir haben ja schon knapp einen Monat hinter uns. Beziehungsweise ein Monat ist schon vergangen. Ach, übrigens, Rottig, ne? Wir haben einen Multiplayer, den wir immer Sonntag und Montag von 19 bis 23 Uhr zocken. Den beim Sega Football Manager. Wenn du Bock hast, kannst du gerne mitmachen, ne? Wir haben gerade 30 Teilnehmer. Wenn man muss nicht die komplette Zeit über da sein, also die 8 Stunden innerhalb der 2 Tage. Wie man möchte, ne? So, wo macht man das denn eigentlich hier mit dem? Modus. Wo macht man das? Im Spiel selbst oder?
Einmal 2D-Modus. Ach, hier, okay, Kamera. Ja, gut. Kopenhagen, gucke ich mal kurz. Nee. Hä, hey, warum ist Kopenhagen nicht da? Ah, da ist man mal. Hier. Ah, Kopenhagen. Ja. Christiansen. Kann natürlich sein, dass er gewechselt ist, aber. Ist ja nix. Oh, Jonas Wendt, der bei den Bayern spielt. In Wolfsburg spielt. Vielleicht eine andere Mannschaft, die du meinst? Meinst du vielleicht Brøndby Kopenhagen? So, dann machen wir mal eine Partie in 2D Classic. Da sehen wir direkt das Feld von oben. Da kommen Erinnerungen hoch. Wurde visuell natürlich nicht so gut, ne? Ja, ganz normal. Ich habe den einfach im Winter geholt. Sein Vertrag ist ja ausgelaufen. Der hat, glaube ich, auch nur 10 Millionen oder so gekostet. Wie alt ist er denn, dieser Christiansen? Also der müsste ja schon eigentlich auch beim Sieger FM da sein. Oh, Elfmeter für uns. Marco Reus führt ihn aus. Jo, sehr gut. Erst 5 Tore, also gut. Häufig knipst er in diesem Jahr nicht. Aber ich finde cool, dass die Wiederholung dann ganz normal ist. Da kann man praktisch so beide sehen, ne? Da kommen Erinnerungen hoch. Wie lange, was war eigentlich dein erster Sieger FM, Marlon? Bayern in Berlin. Muss man. Und Berlin führt. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Alles klar, danke, Rottig. Aber wenn er schon so alt ist, in Anführungsstrichen, dann sollte er ja schon da sein, ne? Ich dachte mir vielleicht, ist das irgend so ein ganz junger Jugendspieler. Und je nachdem, wie groß man die Datenbank gewählt hat, kann es natürlich sein, dass der Spieler nicht da ist. Ah, okay. Malen! Tolle Vorarbeit von Youssoufa Moukoko. Und jetzt Wiederholung in 3D. Auch super gemacht von Sesko. Flanke sogar mit rechts. Umso erstaunlicher. Viel Platz für Maxence Lacroix. Wuchs. Schlager hat viel Platz. Guter Abschluss. Also man kann es erahnen, dass der Abschluss höchstwahrscheinlich gut war. So, 6:4 Schüsse. Also gar nicht mal so überlegen, aber wir führen 2-0. So, Marco und Boyskin für Dest. Kommt auch jemand rein. Und zwar der Emre geht nach hinten rechts. Koulibaly kann gleich auch mal rein für Süle, weil der auch gelb hat. Sagadu, lassen wir mal spielen. Wobei, können eher jemand anderes schonen, ne? Oder schonen müssen wir auch nicht.
Ist ja, wie gesagt, keine englische Woche gerade. Berlin immer noch in Führung. Wer ist denn sonst noch so auf der Bank? Ach komm, ich kann trotzdem Koulibaly reintun, ne? Ah, nee. Aber für Süle. Zakaria, Entscheidung. Dennis Zakaria kam damals zusammen mit Niklas Süle. Natürlich nicht vom selben Verein, aber haben direkt mal ausgenutzt, dass beide Verträge ausgelaufen sind am Ende der Saison. Oh, wieder Mucki. Er macht das hervorragendst. Mal hat irgendwas, dann soll er runter. Bei dem Spielstand macht es ja auch nicht unbedingt Sinn, dass er dann noch weiterspielen soll bei der Gefahr, sich zu verletzen, komplett zu verletzen. Ist kein Elfer. Wobei, hier kann man ganz gut sehen, immer, wo der Spieler gefoult wurde, ne? Also, ich schätze mal hier irgendwo. Gut, wenn das die Linie berühren würde, dann wäre es ja ein Elfer. Aber es ist nicht. Och, Bayern 1-1. Und die Bayern führen natürlich. Natürlich müssen sie das Spiel jetzt noch so schnell drehen. Mano. Warum das denn, Marlon? Der ist doch viel besser. Warum das denn? Stimmt doch gar nicht. Es sieht doch eigentlich super aus. Und ich finde, dass der sich schon deutlich verbessert hat, verglichen zu früher. Okay. Habe ich zum ersten Mal gehört, dass jemand den 2D-Modus auf jeden Fall besser findet als den 3D-Modus. Gut, wenn es dir so gefällt, klar. Die Hauptsache. Sehr gutes Zweikampfverhalten von Brooks. Das war gut. Viktor Christiansen, okay. Schau es mal gleich. Weil ich glaube bestimmt Viktor ohne C, ne? Viktor Christiansen. Es gibt keinen Spieler, der so heißt. Kann es sein, dass es einfach ein random generierter Spieler ist? Weil den gibt es gar nicht. Guck gerade auch bei Transfermarkt.de oder bei Google. Christiansen. Und erstmal hier gucken, malen. 3 bis 5 Tage ist okay. Wir sind schon qualifiziert für den Eurocup. Mucki Man of the Match mit 2 Vorlagen. Und wir gehen mal in Urlaub. So. Guck ich mal nach Alter. Ja gut, du sagst, der ist in Kopenhagen. Dann kann ich einfach mal kurz den Kader angucken bei transfermarkt.de. Ach, war der mit K geschrieben? Okay. Na, hast du ja geschrieben. Okay. Habe ich gefunden. Ja, Viktor Christiansen. Jetzt habe ich ihn. Okay. Die Beraterfirma heißt einfach Boutique Transfers. Okay. Naja, jetzt habe ich ihn auch.
Dann schaue ich mir mal gleich an. Machen wir mal direkt. War komisch, warum ist der gar nicht hier drin? Das habe ich noch nie gesehen, dass irgendein Spieler nicht beim FM drin ist. Aber ich kann gerade auch schwer beurteilen, ob der Spieler nicht boah, ne, macht auch keinen Sinn. Der war schon im letzten Jahr in der ersten Mannschaft. Komisch. Ich müsste irgendwann mal einen neuen Spielstand starten, einfach um zu gucken und halt Kopenhagen als Verein nehmen, ob das vielleicht nur daran liegt, dass ich einfach die Liga nicht als spielbar habe. Aber dann fehlen ja immer so ein paar Spieler. Enuki, das weiß ich leider nicht. Ich spiele nie mit, also ich tue nie Spielerbilder rein. Da kann ich dir leider nicht helfen. Sorry. Moin Atreus. Genau, hallo YouTube. Hallo YouTube. Alles gut, Rottig. 10 Sekunden ist ja nicht viel. Alles gut. Komisch, dass er nicht da ist. Ne? Vor allen Dingen, der ist ja schon einer der besseren Spieler, ne? Das ist ja wirklich einfach vergessen, den in die Datenbank einzufügen? Oder gab es irgendeinen Zwischenfall, dass der Verein oder dass Sega sich gedacht hat, den Spieler wollen wir bei uns nicht drin haben? Irgendein Skandal oder so? Could it be? Übrigens alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ihr könnt sehr gerne auch auf YouTube dieses Projekt von ganz Anfang an gucken, also von der ersten Folge an. Wird natürlich alles aufgenommen. Link habt ihr gerade im Chat. Allgemein auch andere Saves, andere Games. Oh, ich sehe gerade, Sandhausen ist 2-0 in Führung gegangen in Karlsruhe. Da wird sich der Mika freuen. Vielleicht haben wir gleich hier im Chat irgendwie so ein Ja. So, ein Tag noch und es fängt wieder an, die heiße englische Woche. Ist mir natürlich am liebsten, auch wenn ich hin und wieder es gut finde, wenn es zwischendurch mal so eine Woche frei gibt. Aber das macht einfach mehr Bock.